Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, LS19 wieder von der Wildbachtal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir ein bisschen Schwart abgelegt, hier mit dem Deutz. Und ihr habt auch abgestimmt, und zwar wolltet ihr die Rea-Mods mit drin haben. Die habe ich jetzt mit reingenommen, das seht ihr hier am Motorload und am Slip. Beide Sachen habe ich mit reingenommen, es gibt ja zwei Mods von dieser Variante. Und in der heutigen Folge werden wir ein bisschen Gras einsammeln. Ich werde aber einmal kurz hier die Gerätschaften einmal sauber machen. So. Machen wir einmal kurz hier den Deutz ein bisschen sauber. Und einmal auch den Schwader. Den werden wir auch auf jeden Fall nochmal brauchen. Aber ich würde sagen, einmal kurz ein bisschen Pflege hier für die Fahrzeuge. Und dann passt das Ganze. So. Dann werden wir mal in den MB-Truck reinspringen. Und werden uns dann hier den Überladewagen schnappen. So, wir springen mal hier rein. Und gehen dann mal in das Fahrzeug. So. Und werden uns den Überladewagen schnappen. Der steht ja oben beim Kuhstall. Da fahren wir jetzt mal hin. So. Und dann werden wir das Gras zu Silage verarbeiten. Das werden wir auf jeden Fall in dieser Folge machen. Vielen, vielen Dank nochmal für die ganzen Kommentare und für die ganzen Däumchen. Und, so, da ist der Überladewagen. Da werden wir uns den einmal holen hier. Ich bin mal gespannt, wie das sich jetzt verhält mit dem Rea-Mod. Ich glaube, fast 90% der Zuschauer haben sich dafür entschieden. Stand gestern, so gegen 16.30 Uhr, habe ich das Ganze aufgenommen. Und da war der Stand, glaube ich, 89% oder so. Ja, kann natürlich sein, dass das ein oder andere noch ein bisschen rauf oder runter gegangen ist, aber es war eindeutig, ihr wolltet auf jeden Fall den Rea-Mod hier mit rein haben. Und ich denke, das ist, ich bin mal gespannt, wie sich das verhält. Wie das Ganze jetzt hier quasi vor sich geht. Und was uns dann für lustige Sachen, sagen wir mal, bevorstehen, ne, mit dem Ganzen hier. Ist natürlich nicht ganz einfach, gerade hier bei dem Berg und Tal und wenn es da mal ein bisschen geregnet hat und so weiter. Da müssen wir auf jeden Fall mal schauen. Ich habe, glaube ich, vergessen, Gewicht vorne dran zu hängen. Breite Schluffen haben wir drauf, weil das ist auf jeden Fall wichtig. Und ihr seht schon, ne, das geht alles ein bisschen langsamer hier. Ich glaube, ich sollte vorne noch das Gewicht eben gleich noch fix holen, weil bergauf tut man sich richtig schwer hier. Ne? Es geht halt langsamer voran. Das merkt man schon direkt. Und ja, werden wir das Gras erstmal einsammeln jetzt hier in der Folge und werden dann mal schauen, dass wir die anderen Wiesen auch noch mähen werden. Da werden wir auch ein bisschen Heu herstellen, das werden wir auch noch machen. Ihr habt auch noch ein paar Mod-Vorschläge gegeben, die habe ich jetzt mir noch nicht angeschaut, aber vielen, vielen Dank nochmal für das ganze Feedback und für die ganzen Vorschläge. So, sammeln wir das Gras hier einmal ein. Und ich bin mal wirklich gespannt, wie sich das Ganze verhält. Wenn es da mal geregnet hat, wenn wir auch in den Feldern einsinken und so weiter. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. So. Und wenn es halt bergauf geht, da wird es auf jeden Fall schwierig. Ich glaube, ich sollte gleich noch das Gewicht holen. Weil hier seht ihr, Motorload 95%. Das ist auch die Anzeige. Die beiden Rea-Mods findet ihr natürlich im Mod-Hub. Und da könnt ihr euch das Ganze runterladen. Ist aber mit Vorsicht zu genießen und auch mit der Reifenwahl sollte man da auf jeden Fall aufpassen. Weil gerade wenn es feucht ist und wenn es geregnet hat, da sackt man da schon ordentlich ein. Ich bin da auf jeden Fall mal gespannt. Fahr mal kurz hier. Ich hole mir nochmal kurz das Gewicht, Leute. Weil ich glaube, mit ein bisschen Gewicht vorne drauf auf der Achse läuft das Ganze ein bisschen besser. So, schauen wir mal kurz. Ich glaube, das habe ich hier vorne rechts irgendwo platziert, das Gewicht. So, dann fahren wir da mal rum. Da ist es doch schon. So, das nehmen wir jetzt einmal auf hier. Das tolle Gewicht. Zack, da haben wir es. Und jetzt können wir quasi weiter sammeln. Mal kurz gucken hier. Fahren wir da mal wieder hoch.
und werden dann das Ganze fortführen, weil ich glaube, mit ein bisschen Gewicht auf der Vorderachse haben wir da ein bisschen mehr, was wir da einsammeln können. Beziehungsweise, da ist die Traktion deutlich besser. Allrad habe ich natürlich auch eingeschaltet. So, wir fahren mal kurz ein Stück zurück hier. Und sammeln die Schwart hier vorne auch nochmal ab. Jetzt gucken. Fahren das Ganze mal runter hier. Und dann geht es auch schon weiter. 39% haben wir jetzt drin. Ich bin mal gespannt, wie viel Gras wir denn reinholen werden. Daraus werden wir Silage machen. Und bei den anderen Feldern werden wir auf jeden Fall eine Runde Heu herstellen. Das werden wir dann erstmal mähen. Dann werden wir das Ganze nochmal ein wenig... guck mal, geht schon wieder viel besser hier mit ein bisschen Gewicht vorne drauf. Da ist der Schlupf auch nicht so groß. Werden wir auf jeden Fall ein bisschen Heu machen. Das muss natürlich trocknen bei Seasons. Deswegen erstmal das Ganze ein wenig mähen, dann wenden mit dem Zetter und dann kann es dann auch weitergehen, wenn es dann ausreichend getrocknet ist. Das bekommt dann auch eine andere Farbe. So, und jetzt hier in Kurven, ihr seht schon, wenn man da voll einschlägt, tut sich der MB-Truck auf jeden Fall richtig schwer. Und das Gewicht hinten spielt ja dann auch immer eine Rolle, ne? Das ist dann auch immer sehr, sehr realitätsnah und ja, ich habe mich auch gefreut, dass ihr euch dafür entschieden habt. Ich denke mal, das passt auch ganz gut zu Seasons. Und jetzt guck mal hier, die Traktion ist richtig in der Wurst. Da muss man auf jeden Fall aufpassen. Wir schalten das mal ab und versuchen jetzt mal hier irgendwie hochzukommen. Und da sieht man schon, ja, man sinkt auf jeden Fall ordentlich ein. So, sammeln wir mal weiter das Gras. Oha. Das ist auf jeden Fall nicht mehr ganz so einfach jetzt. Und gerade in den bergischen Landschaften hier ist das auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen. Ne? Oh. Und ich bin mal gespannt, wenn es richtig geregnet hat und so weiter, wie sich das Ganze auswirkt. Ich habe eher weniger damit gespielt, bisher. Das ist quasi so mein erster richtiger Test. Und man braucht auf jeden Fall breite Schluffen, habe ich mir sagen lassen. Ordentlich Gewicht drauf. Und da bin ich mal gespannt. Jetzt geht es hier auch wieder bergauf. Ja, er zieht noch so einigermaßen, ne? Also, das geht doch so gerade eben. Und hier seht ihr schon, ne, wie die Vorderachse auf jeden Fall... Ja, der Schlupf ist auf jeden Fall ordentlich. Motorlast fast bei 100%. Und es wird nicht besser, ne? Je steiler wir hier hochkommen. Und natürlich mit dem Gewicht hinten dran. Jetzt haben wir knapp 20.000 Liter hier schon drin im Überladewagen. Das verhält sich auf jeden Fall, ja, ein wenig langwieriger, ne? Als man es ohnehin schon kennt. Ich bin mal gespannt, ob wir überhaupt jetzt hier hochkommen. Was? Er tut sich schwer, ne? Ich glaube, wir sollten erstmal abfahren. Ach du heiliger Bimbam. Oder vielleicht kriegen wir noch die Spur hier mit. Weil wenn wir einmal den Berg erklommen haben, da geht es dann auf jeden Fall schon ein bisschen besser voran. Oha. Oha. Und der hat ordentlich PS, ne? Ich glaube, über 280 PS haben wir hier. Wir haben ja hier die diese Super Distel Edition hier. Und gleich ist er voll. Jetzt können wir da gleich ein bisschen abfahren. Und werden das Ganze dann ins Fahrsilo packen. So, voll ist er. 24.500 Liter passen da rein. Bergab natürlich. Huch. Geht das natürlich recht fix. Auch wenn er dann leerer wird, der Ladewagen, geht es dann natürlich auch recht zügig nach unten. Aber er schiebt natürlich auch alles von hinten. Ne? Das ist auf jeden Fall auch nicht zu unterschätzen. So. Am frühen Vormittag hier. Später Frühling haben wir sogar schon hier. Es geht langsam Richtung Sommer. Die Temperaturen werden auch wärmer. So, als wenn wir mal hier ein bisschen was abkippen. So, gucken wir mal. Ich würde sagen, wir fahren nochmal ein Stück zurück. Hier geht es natürlich auch steil runter. Und dann fahren wir mal ein bisschen weiter
links hier. Und werden dann hier das Ganze dann mal abkippen. Das werden wir natürlich dann noch verdichten. Und dann natürlich auch wieder zur Silage gären lassen. So, leer ist er. Wenn wir jetzt einmal hier wieder rumfahren. Fahren jetzt einmal hier über die Silage drüber. Ich denke mal, das sollte auf jeden Fall passen. Und dann geht es wieder den Berg hoch, sodass wir dann hoch. Boah, auch den Rest noch einsammeln können. So. Dann haben wir da schon mal ein bisschen was. Da können wir das hier schon mal einschalten und bergauf. Ihr seht schon, die Motorlast, die dreht echt hoch. Wenn es dann bergauf geht, ja, ist auf jeden Fall nicht gut Kirschen essen hier mit der Maschine. Gerade jetzt hier, das Stück, wir gucken mal, ob wir da überhaupt hochkommen. Ja, doch. Er quält sich langsam, aber er zieht ihn sanft, aber sicher hinterher. Und der Schlupf ist natürlich riesig, ne? Deswegen, ich fahre das Ganze quer ab. Schlimmer wäre es gewesen, wenn ich es von oben nach unten geschwadet hätte. Dann hätten wir mal einmal hochfahren müssen, aber mittlerweile geht's. Und ihr merkt schon, wenn der Wagen nicht so voll ist, geht das auf jeden Fall schon ein wenig besser. So, jetzt geht es natürlich gleich wieder bergauf. Fahren wir da mal ab. Ja, und hier seht ihr schon, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Motorlast ist fast volle Pulle und der Schlupf auch fast vorhin mal eben kurz bei 50% gewesen. Es dauert halt alles ein bisschen länger, ne? Da müssen wir uns auf jeden Fall drüber im Klaren sein. Jetzt fahren wir mal wieder hier den Sammler runter. Jo. Aber wenn wir einmal oben sind, ne, und dann querfahren, dann verhält sich das relativ gut. Und so ein bisschen Gras kriegen wir hier auf jeden Fall rein. Oh, da habe ich ein bisschen was vergessen, abzufahren. Das können wir gleich auf dem Rückweg mal machen. Jetzt geht's wieder bergauf. Wobei, hier geht's jetzt aktuell. Ja. Der dreht mal richtig durch, trotz Allrad, ne? Also da muss man auf jeden Fall ein bisschen weniger Gas geben, ne? Aber wenn er einmal geradeaus läuft, dann, und dann die richtige Position hat, dann scheint es auf jeden Fall zu gehen. Aber es ist auf jeden Fall etwas komplett anderes, mit dieser Reha-Mod zu fahren. Und wir haben ordentlich Schlupf jetzt, ne? Ihr seht's. Ach du heiliger Wimpern. So, jetzt kriegt er langsam wieder Speed drauf, weil es hier ein bisschen flacher wird. Oh Mann, oh Mann. Also 10 km/h schafft er so gerade eben. Vielleicht sollten wir gleich mal das Fahrzeug wechseln. Vielleicht kommt der Deutzer hier besser klar. Ich weiß es nicht, ne? So. Lassen den mal ein bisschen laufen hier. Da haben wir noch eine komplette Bahn. Und wenn Regen und Matsch da ist, da bin ich mal gespannt. Oder wenn wir mal so ein Feld mit Gülle quasi voll gemacht haben. Oder halt ausgebracht haben, Gülle. Wie sich das verhält. Also bergab geht es auf jeden Fall recht gut. Bergauf ist halt echt schwierig. Ich glaube, hier unten war noch ein bisschen was. Ich habe nur was vergessen. Ich guck mal gerade. Ja, hier vorne. Und wir holen mal ein bisschen Speed. Wir versuchen jetzt da vorne nochmal abzufahren. Aber sobald es hier bergauf geht, eher schwierig, ne? Ihr seht's. Ach,
du heiliger Wimbam. Quasi anhalten verboten, ne? Jetzt geht's wieder bergab. Da schiebt er wieder ordentlich. Und sobald es dann wieder hier bergauf geht oder die Kurven enger werden, tut er sich halt recht schwer, ne? Ach du Heiliger. Vielleicht sollten wir hinten noch mehr Gewicht auf die Hinterachse packen, weil das ist ja hier auch noch möglich bei dem MW-Truck. Aber hier kommt er gar nicht voran. Und selbst mit Allrad, ne? Aber es ist auch einfach steil hier, ne? Bei den Bergen. Schlupf von... Ich tritt das Gaspedal noch nicht mehr ganz durch. Ich gebe ganz langsam, gebe ich Gas. Aber es bringt irgendwie nichts, ne? Gerade, wenn man hier guckt, jetzt geht es gleich ein bisschen flacher zugange. Da geht es dann auch wieder. Aber es ist halt... anders. Da muss man sich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. So, da unten haben wir auch noch ein bisschen Gras. Das können wir auch noch abfahren. Und dann sind wir da gleich fertig hiermit. Und bergab. Ja, bergab geht's einfach, ne? Also, da schiebt er dann ordentlich. So. Ich glaube, dann haben wir jetzt das Gras hier soweit eingefahren. Ein paar kleine Stellen sind noch, aber wollen nicht päpstlicher als der Papst sein. Das können wir dann noch bei einem anderen Mal wieder mitnehmen. Dann kippen wir jetzt noch das bisschen ab hier. Es ist nicht viel. Aber es reicht wieder für ein bisschen Silage. Das sind knapp 50.000 Liter. Ich verdichte das erstmal noch nicht. Weil wir noch auf der anderen Seite ein bisschen was haben. So, jetzt machen wir das hier auch mal leer. Und kippen das... Ah, da müssen wir mal ein bisschen reinschieben. So, fertig sind wir. Das heißt, wir sollten uns jetzt hier einmal wieder rumbegeben. Packen den Ladewagen dann erstmal wieder beiseite. Den können wir eigentlich hier vorne abstellen, samt den MB-Truck. Und dann holen wir uns mal den... Huch! So, dann holen wir uns einmal den Deutz und werden jetzt hier, ja, wie das schon lohnt, zu verdichten. Sei jetzt mal dahingestellt. Es ist auf jeden Fall nicht viel. Ich würde sagen, wir mähen erstmal weiter. Das werden wir auf jeden Fall auch nochmal machen. Das Gerät packen wir jetzt erstmal hier wieder rückwärts rein. Beziehungsweise packen wir beiseite am besten. Weil wir brauchen uns ja bald wieder. Ich stelle es jetzt einfach mal hier ab. Huch. Ein bisschen. Zack. Gewicht hatten wir vorne dran, ne? Ich guck mal kurz. Wir hatten kein Gewicht dran. Wo habe ich das Gewicht denn jetzt abgestellt? Ich glaube, das war hier vorne irgendwo. Wo habe ich denn mein Gewicht hingepackt? Ach, da steht's. Okay. Dann nehmen wir das mal vorne mit ran. So. Und dann holen wir uns mal den Mäher wieder. Ja, und werden jetzt hier noch eine weitere Runde Rasen mähen, hier auf den gegenüberliegenden Wiese. Da werden wir jetzt mal anfangen. Und ich würde sagen, Leute, das war's erstmal wieder hier für heute mit einer Folge, ja, von eurer Wildbachtal. Wenn euch das Ganze gefallen hat oder ihr auch so Herausforderungen habt oder ein paar Tipps und Tricks mit der Rea-Mod, dann schreibt's bitte fleißig in die Kommentare rein. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ja, ich sag mal, bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.